Moin moin miteinander und willkommen zu Neverwinter. Wir sind in den flüsternden Höhlen. Ja, die flüstern hier auch alle schon. Und warum sind wir in den flüsternden Höhlen? Eigentlich mache ich ja gerade Icewind Dale. Aber wir hatten ja noch diesen einen Auftrag in den flüsternden Höhlen, den ich wahrscheinlich zumindest bisher noch nicht gezeigt habe. Also machen wir zuerst einmal den. So, ja. Dann mal los. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen... Ja, erstmal natürlich hier. Gehen Sie zu Tunnel der flüsternden Höhlen. Ja, ich kann mich bisher nicht erinnern, in irgendein Tunnel reingegangen zu sein. Also, da bin ich mal gespannt. Also, keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Leichte Beute. Ja, ja, leichte Beute. Selber leichte Beute. Au, au. Ah, Mist. Ich dachte, ich komme dran vorbei. Ja, und jetzt kommen sie alle. Genau. So ist richtig. Immer auf die Kleinen. Mach ich einmal so. Ich habe jetzt nicht allzu viele mitgezogen. Nö, die sind scheinbar alle weg. So, und Hissa ist auch weg. Macht nix. Den holen wir uns einmal schnell wieder. Wegschicken? Nein, nicht wegschicken. Ah, dann kommt er schon irgendwann wieder. Ah, da kommt er schon. Da läuft er. Und hinter ihm, oder oh hinter ihm die ganze Meute. Nein, die Meute läuft weg. Gut. Okay, dann holen wir uns hier auch nochmal einen Auftrag. Ja, Schatzsucher. Tarin hat herausgefunden, dass der Drachen... Und Willyrex. Die Kultisten haben einen Drachenlich beschworen, um über das Gebiet, das sie ausgraben wollen, zu wachen. Sie wollen sichergehen, dass niemand anderes erfährt, was sie hier freigelegt haben. Kümmert euch um den Drachen, sodass meine Gefährten die Gegend gründlich unter die Lupe nehmen können. Ach, da kommen sie schon alle. So, hier... Ah, Schätze. Nee, befreien. So, kommt. Ihr seid frei. Lauft. Lauft. Und da sind die Nächsten. So, Ketten kaputt machen. Und da sind noch ein paar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Schwupps. Das hättet ihr auch alleine hingekriegt. Bin ich der Meinung... So, und auch hier. Zack. So, einmal müssen wir noch. So. Und hier müssen wir wohl rein. So, ein Auftrag erledigt. Hier waren wir noch nie drin, bin ich der Meinung, oder? Also, ich bin gespannt. Es geht, ja, in die Höhlen, in den flüsternden Höhlen. Kurz am Lagerfeuer aufwärmen. Ein paar Buffs können wir... Hier, die brauchen wir nicht, also die können wir mal einsetzen. Bin ich mal gespannt. Was sollen wir hier eigentlich machen? Wir sollen hier... Achso, halte den Kult davon ab, Saphirax Hort zu plündern. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Geht mal um die Ecke und
steht da der Drakon. So, und hier haben wir eine kleine Versammlung scheinbar. Weißer Drachenflügel, grüner Drachenflügel. Ah, weiß und grün immer zusammen, das gefällt mir gar nicht. Die Dürgar zerstören. Was ist da denn los? Hier brennt einer. Da brennt noch einer. Das ist ja geil. Was ist denn mit denen passiert? Wieso haben die gebrannt? Und tot. Ist da irgendwie ein Feuer oder so? Schaut euch das mal an. Und tot. Da brauche ich ja nichts machen, wenn die von alleine sterben. Die Dürger zerstören. Okay, also hier bringen sich welche selber um oder laufen ins Feuer? Ich weiß es nicht. Aber das war eben lustig. Okay, da sind viele Drachen. Vielleicht sind sie hier in die Lava gelaufen oder so. Ja, bestimmt. Na gut, das bedeutet weniger Arbeit für uns. Fangen wir mal mit der Arbeit an, ne? So, du zuerst. Ah, so, da hast du. Noch einmal und weg ist er. Und schaut mal, was hier auf dem Boden liegt. Ich weiß noch nicht, was das für Dinger sind. Also die riesige Tasche der Bergung. Ich sag euch mal, woher ich die habe. Und zwar gab es beim letzten Event eine Verzauberung zu erstehen. Die habe ich, glaube ich, hier reingemacht, ne? Genau, Bergungsverzauberung. Die konnte man bei der letzten oder vorletzten Event konnte man diese Bergungsverzauberungen erkaufen. Ich habe mir eine gekauft, einfach so zum Spaß, und die hier jetzt eingebaut. Und die droppen solche lila, riesige Tasche der Bergung. Machen wir mal eine auf. Großes Erste-Hilfe-Paket. Oh, naja, mein Gott. Noch eine. Mächtiger Heiltrank. Ja, okay. Für eine lila Tasche ist das jetzt ein bisschen mau. Aber okay. Mein Gott. Mal gucken, was da noch so alles droppt in diesen Taschen. So, wo machen wir weiter? Ach. Was ist denn da los? Okay, die sind mir alle feindlich gesonnen irgendwie. Dürgar Hexer. Ich finde das ja schon lustig, ne? Dass die sich gegenseitig bekämpfen. Wieso? Wer bekämpft mich jetzt hier? Der Hexer vielleicht? Kann ja sein, ne? Du sollst hier diese Drachenseele da bekämpfen. Also die spawnen scheinbar aus diesen Löchern manchmal einfach so, ne? Was ja für mich nicht unbedingt schlecht ist, ne? Nicht heilen, nicht heilen, ist geheilt. Hat dem auch nicht viel geholfen. Oder sonst
bei diesen Löchern muss man hier scheinbar aufpassen. Da kommen die Dürger raus. Und die sind wohl sauer auf alle. Okay. Das dürfte easy sein. So, das war's auch schon. Hier mitnehmen. Aha. Wie sieht denn die Karte aus? Zentarim-Agent. Uralte Schätze. Kann ich hier rein irgendwie? Nee, kann ich nicht. Hier kann ich auch nicht durch. Aber da hinten ist eine Truhe. Machen wir die einmal platt. Hier ist ein Agent, okay. Oh, schaut mal da unten. Da geht's noch weiter. Okay, den befreien wir mal. Hier, komm. So. Schatztruhe. Wohin läuft er? Wohin läuft er? Mitten durch die Lava. Und ab in diese Höhle. Ach, wir können hier nicht rein, ne? Na gut. So, hallo ihr Drachen. Jetzt gibt es nur eine blaue Tasche der Berg. Okay. Was ist in der blauen drin? Wahrscheinlich nichts allzu Tolles. Naja. Naja. So. Noch ein Agent. Und dann noch ein Agent. Was haben diese uralten Schätze? Was ist das damit auf sich? Es sind eine Menge Gegner drin. Kein Problem für uns. Außer diesem weißen, blöden Drachen. Hey, ich habe ihn getroffen. Das. Ja, genau. Sterbt alle. Als erster. Ja, wirbel rum so viel du willst. Ah, wie? Der hat mich nicht getroffen. So. Alles meins. Sowieso. So, nochmal weißer Drachenflügel und... Oh, schaut mal. Da kommen die Dürger raus und
greifen hier den Eisengolem an. Und der macht gar nichts dagegen. Guck mal, der macht dagegen echt gar nichts. Dann würde ich mal sagen, sollte ich hier nicht irgendwo einen Agent rumhängen? Haben Golem. Wir nutzen die... Wir nutzen die Gunst der Stunde und greifen mal hier. Dieser Golem ist ja halb weg. Die Dürger, wir helfen denen mal, ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich wenden sie sich gleich gegen uns, aber okay. Ja, genau. Jetzt wenden sie sich gegen uns, ne? Böser Hexer. Böser Hexer. Den Hisser in Ruhe. Kommen da die nächsten? Sind fast dann raus. So, hier, Agent. Lauf. Ich weiß es immer noch nicht, was es mit diesen uralten Schätzen auf sich hat. Wahrscheinlich gar nichts, ne? Da war ja auch nichts. Oder wir kamen zu spät. Oder wir haben was falsch gemacht. Na gut. Aber wir müssen eh eine kleine Pause machen. Deshalb würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge geht's weiter hier in diesem Tunnel der flüsternden Höhlen. Ne? Bis dann. Tschüss und bis bald.